Der heutige Dienstag bringt Wichtiges aus der US-Wirtschaft. Bleiben Sie also dran. Ich bin Lois Mikoli und Sie sehen den Wirtschaftskalender. Um 7 Uhr wird der jüngste deutsche BIP-Bericht aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die vorläufige Schätzung deutet auf einen langsameren Quartalszuwachs als der 0,4-prozentige Gewinn in den vorangegangenen 3 Monaten. Die bedeutenden deutschen IFO-Geschäftserwartungen für November folgen um 9. Der Index sank im Oktober und das nach 4 Monaten eines Zuwachses. Glenn Stevens, der Gouverneur der Reserve Bank von Australien, wird um 9.05 Uhr während des Australian Business Economists Annual Dinners eine detaillierte Rede über die aktuelle Wirtschaftspolitik halten. Um 1.30 Uhr GMT wird die mit Spannung erwartete zweite Schätzung des US-BIP aus dem dritten Quartal erscheinen. Die vorläufige Schätzung schlägt ein langsameres Wachstum als der 3,9-prozentige Zuwachs im vorangegangenen Quartal vor. Diese Zahl wird wahrscheinlich nach oben korrigiert werden. Den US-S&P-Hauspreisindex für September werden wir um 2 erfahren. Der Index hat sein Wachstum auch im August weiter fortgesetzt, und zwar in einem schnelleren Tempo als der 4,9-prozentige Zuwachs vor einem Monat. Der genau beobachtete US-Konsumerkonfidenzindex für November erscheint um 3. Der Index hat sich viel schwächer bewährt, als im Oktober erwartet wurde. Er verlor 5 Punkte aus dem 8-Monats-Hoch, der im Vormonat erreicht wurde. Und um 11.50 Uhr wird die Bank von Japan die Ergebnisse dessen geldpolitischer Sitzung aus dem Monat Oktober präsentieren. Während dieser Freigabe rechnet man nicht mit Veränderungen. Damit schließt der Wirtschaftskalender für Dienstag, den 24. November. Schalten Sie morgen wieder ein. Bis dahin alles Gute.